Dragoon-Kristall. Sehr geil. Ah, du bist es. Du kommst hier gerufen. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ein Freund von mir braucht Hilfe. Du weißt vielleicht, wenn man den Finsterwald Richtung Nordwesten durchquert, gelangt man zu den steil aufragenden Gebirgsketten von Körters. Eingeschlossen von zerklüfteten Graten liegt das Stadtstaat Ishgard. Und dort ist er. Ishgard hat sich lange vor der Außenwelt abgeschottet, um alle Kräfte auf den Krieg gegen die Drachen zu konzentrieren. Deshalb haben viele Abenteurer zwar schon Ritter aus Ishgard gesehen, doch das Land selbst ist den meisten fremd. Das heißt aber nicht, dass es keine Verbindung mit den anderen Stadtstaaten gibt. Ich habe angeboten, dass wir Leute vom Klageregiment schicken, wenn es denn so dringend ist. Aber das hat er entschieden abgelehnt. Er ziehe einen Abenteurer vor, der nicht viel mit den politischen Verflechtungen der Städte zu tun hat. Es muss eine äußerst prekäre Angelegenheit sein. Ja, weiß ich auch nicht. Alles andere wird man dir bei deiner Ankunft mitteilen. Ob recht viel dabei für dich herausspringt, kann ich dir aber nicht sagen. Wie sieht's aus? Der Mann heißt Alberic. Er wartet am Observatorium für ätherische und astrologische Phänomene in Körtas auf dich. Kann ich mich wahrscheinlich noch nicht importen, oder? Nope. Okay. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Dass ich mich da schon harmonisiert hätte, als ich das eine Mal durch gewesen bin. Tragt die Katzenohren übrigens jetzt schon seit 2 Stunden. Ich will sie wieder abmachen. Aua. Körtas. Nein. Hier lang. Das kommt damit hin. Drei Stunden sind wir auch da. Oh, wenn ich bedenke, wie viele Quests hier da noch sind. Fällt der andere Idee wenig? Lalafell-Linse. Okay. Yay, level up. Und einen WS bekommen, sehe ich ihn.
Du bist also die Abenteurerin, die Yvain mir schickt. Vielen Dank, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Mein Name ist Alberich Bale, Ritter von Ishgard. Kommen wir gleich zur Sache. Der größte Schatz Ishgards, das Auge des Drachen, wurde gestohlen. Wir brauchen deine Hilfe, um es zurückzubekommen. Der Täter ist Ritter Istinien. Ritter dem Namen nach, doch nicht der Gesinnung. Er hat mit dieser Tat den Papst hintergangen. Eine unverzeihliche Sünde, gefährlich und verantwortungslos. Normalerweise diene ich in einer Kirche in Ishgard, hier an der Grenze zu Gridania. Kenne ich mich deshalb nicht so gut aus. Am besten sprichst du einmal mit der Torwache Lugdanrell. Vielleicht weiß er, wohin Istinien am ehesten geflohen sein könnte. Und bitte beeile dich, denn Istinien... Doch, das tut jetzt nicht zur Sache. Jedenfalls benötigen wir das Auge des Drachen so schnell wie möglich zurück. Istinien trägt eine rabenschwarze Rüstung. Du solltest ihn daher leicht erkennen können. Bitte bewahre Stillschweigen über diese Sache. Sie ist von höchster Brisanz. Bis was man ausgesprochen hat. Wohin jemand aus Ishgard wohl fliehen würde, fragst du? Warum bist du denn auf der Spur? Wem bist du denn auf der Spur? Einem Heretiker? Aber was geht mich das an, hm? Also, ich würde mich ja nach Kredania absetzen. Dort leben ebenso viele Elesen wie hier. Also ist es ein leichtes, dort unterzutauchen. Wer nach Kredania will, muss an Florentils Wachturm im Nordwald vorbei. Dort ist ein Soldat des Klageregiments namens Idristan stationiert. Er hat ein wachsames Auge und kann dir vielleicht weiterhelfen. Also wieder zurück. Dann eine Stufensteigerung. In der Hoffnung. Sehr viel Frömmigkeit. Aber eindeutig zu wenig Nahrung. Jahre später. Wir sind wieder im Nordwald. Oh. Ob ich einen Ishgarder Ritter in schwarzer Rüstung hier vorbeisausen sehen habe? Du stellst Fragen, aber ich fürchte, ich kann dir nicht weiterhelfen. So ein Ritter wäre mir mit Sicherheit aufgefallen. Wer hat dich zu mir geschickt? Lugdanrell. Und dann solltest du vielleicht noch einmal mit ihm reden. Lugdanrell, wie auch immer. Wir werden es nie herausfinden, wie er heißt. Dort davon ist der mit seinem komischen Namen. Hi. Der Flüchtige ist im Nordwald nicht gesehen worden. Aber das würde ja bedeuten, dass er immer noch in Ishgard weilt. Das scheint mir töricht, es sei denn, er hätte hier noch etwas zu erledigen. Da fällt mir ein, dass ich heute Morgen aus Richtung der Grotte östlich von hier Rauch aufsteigen gesehen habe. Normalerweise rastet dort wegen dem vielen Ixel aber niemand. Jemand, der etwas zu verbergen hat, aber... Am besten siehst du einmal nach, ob du dort etwas Verdächtiges findest. Ein Lagerfeuer zum Beispiel. Mhm.
Ständig müssen wir Istini hinterherlaufen. Ich bin mal echt gespannt auf diese Pikmin-Quest, ne? Oder Dragoon-Quest. Ich nehme ihn auch gar nicht. Servus. Hat man mir also einen Bluthund auf den Hals gehetzt? Bist du aufs Kopfgeld aus, was? Hi. Was? Das Auge des Drachen? Majestinien. Es reagiert auf dich. Aber das ist doch unmöglich. Wer zur Hölle bist du? Dein Gesicht merke ich mir für unser nächstes Treffen. Und jetzt zisch ab zu deinem Herrchen. Okay. Estinien, so Freunde wie eh und je. Nicht. Aber das war eine einfache Kristall, also Aufwertungsquest. Wenn wir jetzt gleich direkt zum Dragoon werden. Stand ja nur aus hin und her rennen. Statt kämpfen. Sei freundlich. Fuß. Ja, in Heavensward ist er jetzt nicht gerade so die, ne, Freundlichkeit in Person. Ich weiß auch gar nicht, ab wann sich das geändert hat. Ich glaube, zu Endwalker ihn erst. Da wurde er ein bisschen sanftmütiger. Du hast einen Ritter in einer erstklassigen schwarzen Rüstung in den Himmel springen sehen? Ist auch überhaupt nicht seltsam. Aber dass das Auge auf dich reagierte, es kann doch keinen zweiten erwählt haben. Ich sehe schon, ich muss dir wohl die ganze Geschichte erzählen. Weißt du, das gestohlene Auge des Drachen ist nicht einfach nur ein gewöhnlicher Kultgegenstand. Es ist eine unheimliche Reliquie, die dem intelligentesten, stärksten und dem Ritter von Ishgard eine besondere Kraft, die Kraft des Drachen, zuteil werden lässt. Derjenige, der einmal zur Kraft des Drachen erwacht ist, erfährt eine überwältigende Stärke, die ihm sogar den Kampf mit dem Drachen erlaubt. Azur-Drachenreiter nennt man solche Krieger. So azurblau wie der Himmel, den die schuppigen Geschöpfe beherrschen. Der Azur-Drachenreiter wird von jedem, der es nicht werden konnte, mit heimlichem Neid betrachtet. Für Ishgard jedoch ist er ein Licht der Hoffnung. Und der schwarze Ritter, den du an der Grotte gesehen hast, ist eben derjenige, der das Auge des Drachen gestohlen hat. Und außerdem ist er mein Schüler, Azur-Drachenreiter Estinien. Estinien ist vom Weg des Ritters abgekommen und dafür trage ich als sein Lehrer die Schuld. Ich muss ihn um jeden Preis zur Vernunft bringen und das Juwel zurückholen. Dazu brauche ich deine Hilfe. Das Auge des Drachen scheint nämlich noch einen weiteren Empfänger seiner Macht erwählt zu haben. Diese zweite Azur-Drachenreiterin bist du, Eldaria Eistatze. Du hast doch gesagt, dass Estinien erschrocken war über die Reaktion, die das Drachenauge in deiner Anwesenheit zeigte. Das hier beseitigt den letzten Zweifel. Ich habe hier den Dragoon-Kristall, den Kristall der Drachenreiter. Und ich habe bemerkt, dass auch er mit der Kraft des Drachen resoniert, die in dir schlummern muss. Er glimmt in seltsam beseeltem Licht, wenn du in der Nähe bist. Hier, dieser Kristall kann dir die Kraft... kann die Kraft erwecken, die dem Auge des Drachen innewohnt. Für mich besitzt er keine Funktion mehr, doch für dich ist er unentbehrlich. Du musst wissen, vor langer Zeit war ich Azur-Drachenreiter. Ich glänzte auf dem Schlachtfeld, tanzte den tödlichen Reigen. Doch dann verlor ich meine Kräfte. Was ich einst gehütet hatte als sprudelnde Quelle meiner Kraft, war nun nichts weiter als ein Kieselstein, dessen Farbenpracht an der Luft zu mattem Grau vertrocknete. Die Kraft des Drachen ist in dir erwacht, obwohl du nicht einmal aus Ishgard bist.
Es kann immer nur einen Azur-Drachenreiter geben. Und doch erwählte die Kraft dich als ebenbürtige Zweite. Wenn dich jemand Destinien aufhalten kann, dann du. Tu es. Ich verlange nicht, dass du es umsonst machst. Als Dank sollst du die Geheimnisse erfahren, die nur den Azur-Rittern wiedergegeben werden, von Generation zu Generation. Lerne die Drachenkraft zu nutzen und spüre Estinien auf. Es mag dich ein sehr fordernder Kampf erwarten. Wenn du ihn dennoch auf dich nehmen willst, sag es mir bald. Ich werde sehen, wann die Zeit gekommen ist, dass du bereit dafür bist. Übe dich, fremde Drachenreiterin. Ich sehe dein Potenzial. Lass es nicht verkommen. Nice. Mach hinne. Ich weiß es gerade nicht. Shadowbringers ist ja nicht wirklich präsent. Nee, Shadowbringers wüsste ich jetzt auch nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn da groß gesehen habe. Alter. Mach! Ich kann die Szene ja leider auch nicht überspringen. Jetzt. Tut mich sorry. Ernsthaft. Dieses Ding wieder. Der heißt sich ernsthaft auch wieder Silver. No, bitte. Also eine Destiny in Shadowbringers wüsste ich jetzt echt nicht. Ich war ja nicht groß da. In meiner Erinnerung zumindest nicht. Aber ich habe halt ja auch viel geskippt von den normalen Szenen, ne? Also, die Sprachszene habe ich alle mitbekommen, aber wie gesagt, selbst solche stummen Szenen, wo man hätte lesen müssen. Keine Ahnung. Kann sein, dass er vielleicht auch nochmal irgendwann dazwischen kam, aber keine Ahnung. Müsste ich jetzt raten. Muss ich leider den Stream was machen. Noch viel Spaß, Marine. Bis bald mal wieder. Alles klar, Jenny. Hat mich gefreut, dass du da warst. Und dir noch einen wundervollen Tag. Und Daumen sind gedrückt, dass das mit der Schule klappt. Ich mir nachher auf dem Film ab. Nicht zu danken. Ich mache mir doch auch manchmal meine Gedanken. Zumindest wenn ich sowas weiß, dann mache ich mir auch immer Gedanken. Kannst dann ja mal berichten, wenn du magst. Ob es jetzt geklappt hatte dann. Würde mich ziemlich freuen. Ja. Viel zu tun habe ich jetzt nicht, ne? Bei Taste drücken. Schade, dass ich meinen Dragoon-Kristall hier ist. Denn ich kann hier wunderbar nebenbei machen. Bin gespannt, welches Level wir dann haben, wenn wir hier rauskommen. Ein paar Quests habe ich noch. Wobei, das muss ich dann... Ja, außer zwei Quests muss ich dann alles mit den anderen Klassen machen. Bringt mir ja sonst nicht mehr großartig viel Punkte. Für Schokobo. Die Erfahrung. Nach der Indie werde ich aber einmal ganz kurz mit dem Hund rausgehen. Weil Wauzi muss nämlich, glaube ich, mal raus. Ich höre sie oben nur umtapern. Wenn sie meistens nicht schläft, dann muss sie mal.
wohl nicht mehr machen. Das denn eigentlich? Achso, ich brauche hier noch Punkte, ne? Glaube ich. Meine 6000 müssen es dann sein. 6000 Punkte. Keine Ahnung, wie ich die kriegen soll. Hier sind nämlich, glaube ich, gerade mal bei 200. Ah, 300. Okay, ich habe jetzt nicht rausgeklickt. Okay, das könnte ich jetzt noch machen. Die staatlichen Gesellschaftsdinger. Damit würde ich bestimmt noch die 6000 kriegen. Könnte ich nämlich endlich meine Ausrüstung eintauschen. Das wäre so schön. Wäre toll. Das brauche ich auch nicht. Ein gutes hat es ja. Diese Indi sind recht schnell vorbei. Diesmal hat der Beschwörer gepult. Level up hat sie noch nicht, ne? Doch, hatte ich. Ich bin bei 34. 35 kriege ich bestimmt auch noch. Ich noch eine Klasse auf 50 kriege, bevor wir bei Castrum sind? Wahrscheinlich, ne? Ihr sagt, ich bin immer noch am Überlegen.
ob ich dann in Ulda die Quests als erstes mache. Also mir die Klassen hole, ob ich. Nimm sie erst die Klassen hole. Schaffst das. Aber bestimmt. Stimmt. Es dauert halt nur. Wobei ich bin froh, dass ich den Routinebonus habe. Den geht das recht fix. Sehr schön, komm. Alles auf 90, bevor ich in Endwalker angekommen. Weil ich wahrscheinlich am Ende mehr Innis mache als alles andere. Ich meine, bis 80 ist easy. Dafür ist der Routinebonus halt mega praktisch. Aber ich glaube, ich nehme erstmal meine Hassklasse. Glaube ich, gehe als erst, mache mir danach als erstes den Tomatop fertig. Dann habe ich den zumindest erstmal hinter mir. Schwarzmagier, damit könnt ihr mich ja echt jagen. Da mache ich tausendmal lieber Tank als Schwarzmagier. Und Level up. Die Notenrolle habe ich noch nicht. Alle wollen die Notenrolle. Ja, ich glaube, ich mache das wirklich so. Erst Taumaturg, dann Faustkämpfer, dann Gladiator. Und dann geht's rüber nach Limsa. Kann ich mir wissen, ob das kurz so vorstellen. Jo. Wer nicht würfeln will, geht raus, bitte. Hallo, Kitty. Ja, ich hab sie. Da ist sie. Oh mein Gott, ich hab sie. Hallo, Kitty. Oh mein Gott, das ist eine Plascha. Oh mein Gott. So. Und Schlupfkristall. Ach du Scheiße. Dann raus, 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 raus. Also das kommt nach da. 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 Und eine Sprungattacke an. Wo packe ich dich hin? Packe ich damit hin? Komm auf die Seite einfach die Springsachen hin. Nein, das nehme ich jetzt erstmal nicht an. Alter, sogar 37. Das waren also ganze 4 Level, die ich gemacht habe. Hi, der Witz da. Egal, bis 50 mache ich jetzt erstmal Hauptstory. Sonst wird das nie was. Kleiner Lamigo, auf geht's. Alter. Das mag man sich gar nicht vorstellen. Level 37. Gut, die Quest hier brauche ich nicht mehr machen. Wir sind dann für die nächste Klasse. Passt doch alles.
Jo. Lang zetern. Endlich. Hauptstory weitermachen. Einen maskierten Mann? Nö, nie gesehen. Was interessiert dich das überhaupt? Fremde wie du bringen uns nicht als Ärger. Ich werde meinen Freunden sicherheitshalber mal erzählen, dass du hier rumschnüffelst. Mach das mal. Der maskierte Typ bleibt mir bloß weg mit dem. Mit solchen Kinderspielchen habe ich nichts am Hut. Glaub mir, bei mir verschwendest du nur deine Zeit. Wollte ich nicht irgendwie aufs Klo? Mit dem Hund? Ja, wollte ich. Geil, ich gebe das einmal kurz ab. Oh, ich freue mich aber schon auf die Dragoon-Rüstung. Die ist so toll. Liebe sie. So, die Racker haben also tatsächlich etwas. Racker hacken also echt etwas aus. Und dein maskierter Mann scheint daran nicht ganz unbeteiligt zu sein, was? Sicher haben die jungen Leute ihre Gründe. Und doch, die Sache beunruhigt mich. Denn in ihren Augen brennt eine gefährliche Leidenschaft, die von ihrem Unmut über das viele Leid und Unrecht der letzten Zeit befeuert wird. Es erinnert mich an uns, als wir uns gegen die Unterdrückung in unserer Heimat auflehnten. Die Geschichte hat ja gezeigt, was uns das eingebracht hat. Die Gallier haben unsere Revolte instrumentalisiert und uns unsere Heimat genommen. Hass kann blenden, das darf uns nicht noch einmal passieren. Setze deine Untersuchung auch in meinem Namen fort und lass mich wissen, wenn du auf etwas stoßen solltest, Abenteuerin. Uff, kann ich alles nicht gebrauchen davon. Deins nehme ich auch noch an. Kann ich nichts gebrauchen von. Hast du mit Gundobald alles beredet? Ich habe hier nämlich eine Nachricht für dich. Von einem Jungspund namens Wilred. Meinte, er will mit dir unter vier Augen sprechen. Draußen an der Felswand nördlich unserer Siedlung. Er ist so etwas wie der Anführer der jungen Leute hier. Macht dir keine allzu großen Hoffnungen. Wahrscheinlich ist er lediglich neugierig, weil nicht viele Abenteurer von Gundobald akzeptiert werden. Okay, so, dann gehe ich aber einmal ganz fix aufs Klo. Und kurz mit Wauzi. Auch wenn sie jetzt gerade wieder ruhig ist. Wahrscheinlich muss sie jetzt doch nicht mehr. Oh. Hier, und dann können wir gleich noch ein bisschen Main Story machen, bis Hybrid kommt. Also mindestens 1,5 Stunden haben wir Zeit. Schätze ich. Derzeit sollten wir hoffentlich ein bisschen Story schaffen.